Wolkengrau und Regen schlagen schon sicherlich vielen aufs Gemüt. Am Samstag ist es dann endlich mal länger trocken und die Sonne kommt vermehrt zum Vorschein. Das gilt auch für die Mittelgebirge und die Alpen, wie man hier in der Prognose sehen kann. Die Wintersportler wird's freuen, egal ob man mit Ski oder Schlitten unterwegs ist. Auch Langlauffreunde kommen voll auf ihre Kosten. Allerdings findet man nur in den höchsten Lagen noch genug Schnee vor. So werden im Erzgebirge und im Bayerischen Wald 20 bis 60 cm Schnee gemessen. Auf dem Feldberg im Südschwarzwald sind es rund 70 cm und in den Alpen sogar über 100 cm. In den mittleren Lagen hat dagegen starkes Tauwetter voll zugeschlagen. Wintersport ist dort kaum noch möglich.